Ja, morgen hier, Tag 2 auf der IFH Interm. Und wo sind wir heute, Arian? Wir sind bei, jetzt wollte ich eigentlich starten mit aus dem FF, aber ich muss nochmal reinschauen. Wir starten bei Dimplex, wir sind bei ATEC, wir sind beim BWP, Hoval, Stiebel Eltron, Bosch, also alle sind mit dabei. Wir haben schon mega Bock, freuen uns auf die Interviews, auf die Neuheiten. Und freuen uns auf euch, wenn ihr reinschaltet, uns folgt und dabei bleibt. Genau. Einschalten, dranbleiben und Kanal abonnieren, ne? Wir sind hier in Halle 4, stehen beim BWP, Bundesverband Wärmepumpe. Wir haben hier zwei Wärmehelden. Joel, wo hast denn du dein Herz gelassen? Du hast mir gerade abgenommen. Jetzt wird's von, den Gästen. Dann haben wir einen Wärmeheld und den Joel vom BWP. Ich muss schon sagen, ich muss vorsichtig sein, ich sehe dich ja bald öfters als meine Frau. Wir hatten jetzt erst die Schulung zur VD 4645 gemeinsam. Jetzt sind wir hier auf der Messe. Der erste Messetag auf der IFH ist rum. Wie war denn so dein Eindruck jetzt? Tatsächlich war es gestern noch recht verhalten, aber heute, man sieht es ja, die Gänge sind komplett voll. Wir sind eigentlich ständig im Betrieb, auch schon langsam richtig am Schwitzen, also es wird echt warm hier drin. Ja. Viele Fragen natürlich, die Endkunden sind verunsichert, die Handwerker sind verunsichert. Neue Förderung macht natürlich allen zu schaffen. Also wenn ich da mal vorgreifen darf, wir haben im Hinblick auf die Förderung haben wir jetzt den Handwerkern quasi die Krücke bereitet, dass wir sagen, wir machen nochmal unseren Förderratgeber haben wir grundlegend überarbeitet, dass man da jetzt mal einen Überblick bekommt, weil es ist leider nicht leichter geworden. Und das fällt natürlich den Handwerkern dann sehr, sehr schwer, die Überzeugungsarbeit dahingehend zu leisten. Ja, aber perfekt, dass er da ein Produkt hat, wo er einfach sagt, hey, da unterstützen wir das Handwerk, weil es muss ja in dem Bereich einfach vorangehen. Wir haben das Ziel 500.000 Wärmepumpen jedes Jahr und da ist ja jede Unterstützung, alles, was es schneller macht, echt einfach ein Riesengewinn. Und so, jetzt mal, damit es nicht zu gestellt wirkt, haben wir ja hier noch mehr Flyer hingelegt, oder? Ganz genau. Ja, wir haben doch bestimmt auch was zur Wärmepumpenbetriebsprüfung. Ganz genau. Das ist tatsächlich, was man dann auch dem Endkunden hergeben kann. Das ist Wärmepumpe leicht gemacht, heißt das Teil. Da ist eigentlich alles rund um die Wärmepumpe, einmal im Sanierungsfall, einmal in der Planung und eben auch das Erstgespräch. Also wenn man sagt, man muss in die Beratung gehen, man hat ja mit dem neuen GEG die Beratungspflicht verordnet bekommen. Wenn ich fossil einbauen möchte, muss ich da eine Beratung ableisten. Und dass man dahingehend eine gute Beratung vielleicht dann doch eher in Richtung Wärmepumpe machen kann, haben wir da eine ganz, ganz gute Grundlage und eben auch das Formular entsprechend nochmal dahingehend erklärt. Okay, tolle Sache. Jetzt hast du es vorher schon so ein bisschen angesprochen mit dem Markt. Wie ist denn so deine Einschätzung zur Marktsituation? Was kriegst du denn so mit? Was sind denn so die Themen, um die es geht? Ja, wie gerade schon gesagt, eine leider recht große Verunsicherung auf Endkundenseite. Das merken natürlich die Hersteller. Also die Nachfrage ist durch das Pressebashing, was wir letztes Jahr hatten, gut abgesunken. Also wir werden voraussichtlich in diesem Jahr die Verkaufszahlen vom letzten Jahr unterschreiten. Mhm. Das lag einmal an der neuen Förderung, dass natürlich auch die Handwerker lang abgewartet haben. Man wusste nicht, wird die neue Förderung besser oder doch schlechter. Das heißt, man hat ja erstmal abgewartet und dieses Abwarten werden wir jetzt im zweiten Halbjahr voraussichtlich nicht mehr aufholen können. Okay. Aber tendenziell sind wir alle zuversichtlich, weil wir haben eine super Technologie, das wird auch wieder angekurbelt. Man sieht die ganzen Hersteller, die vor einigen Jahren noch alle rein auf fossil waren. Die Wärmepumpe ist überall präsent. Wir sehen viel Innovation in Richtung natürliche Kältemittel, R290. Von dem her ist da sehr, sehr viel im Gange und vor allem auch in die richtige Richtung. Okay. Ich denke auch so, gerade für so Themen sind ja auch die Messen da, um da eine Verunsicherung zu nehmen, um das Thema voranzubringen, um das Ganze zu beschleunigen für die Energiewende. Deswegen sind wir heute hier und morgen und übermorgen auch an der richtigen Stelle, am richtigen Ort. Vielleicht so ein letztes Statement von dir als Messeausblick oder Fazit. Was möchtest du unseren Zuschauern, unseren Mitgliedern mitgeben? Ja, bleibt zuversichtlich. Die einzige Richtung, in die Richtung, die es gehen soll, heißt, weniger ist mehr. Wir müssen irgendwie den Endenergiebedarf runterbekommen. Das kann eben nur die Wärmepumpe. Wenn ich irgendwas verbrenne, dann verbrenne ich so viel,
um die Bude eben warm zu bekommen. Und die Wärmepumpe, die hat halt eben den COP bzw. Jahresarbeitszahl. Die zieht nur einen Teil aus der Steckdose und der Rest, der kommt direkt aus der Umwelt. Ob es dann aus dem eigenen Garten ist oder dann doch von der Außenluft, das ist dann von der Quelle abhängig. Aber von dem her, in meinen Augen ist es einfach nur naheliegend, dass man da in diese Richtung denken sollte. Wir müssen irgendwie weg vom Verbrennen, weg von Fossil. Das ist für mich Steinzeit und da, ja, das ist bei mir ein ganz gutes Schlusswort. Okay. Ja, dann Joel, super, vielen Dank an dich. Euch noch eine erfolgreiche Messe und dann hoffen wir einfach auf ganz viele Wärmehelden und Wärmeheldinnen noch. So, wir sind hier in Halle 4 bei Dimplex am Stand und wie man hier schon sieht, Thema Nachhaltigkeit, grüner Kreis, kein grüner Balken, R290, das Highlight, System E. Heiko, erzähl mir doch mal, was eure Propanwärmepumpe alles kann. Herzlich willkommen hier bei uns am Stand. Freut mich, dass ihr da seid. Danke, Guten danke. Morgen erstmal. Ja, unser Highlight hier an der Messe, System E, unsere LA1118CP, die Maschine R290, wie du es gesagt hast, Propan, neuestes Kältemittel hier schon enthalten. 65 Grad Vorlauftemperatur bei minus 10. Ist auch hier in der Sanierung super geeignet. Invertergeführte Maschine. Mhm. Also leistungsgeregelt die Maschine. Sie passt sich an die Betriebsbedingungen des Hauses an. Die 65 Grad habe ich genannt für den Heizkörperbetrieb. Wir schaffen hier bei Heizkörperbetrieb 55, 45 eine Effizienz. Also eine Jahresarbeitszahl so im Schnitt zwischen 4,2 bis 4,5. Auch da ist die Effizienz wirklich gegeben, dass ich wirklich auch energiesparend mein Sanierungsgebäude mit Heizkörpern beheizen kann. Kompakte Bauweise. Wir sind hier flach geworden. Die Technik ist an der Seite verbaut. Man kann hier schön reinschauen. Sieht das Ganze einmal. Die Anschlussmöglichkeit ist einmal nach hinten und nach unten. Super. Sodass ich die Flexibilität habe und jede Bedingung vor Ort erfüllen kann. In was für Leistungsklassen kommt das Gerät? Das ist diese eine Leistungsklasse, 11 kW. Durch den Inverter kann ich hier verschiedene Häusergrößen eben anschließen. Mhm. Die regelt nach unten, wenn ich etwas weniger Bedarf habe oder eben nach oben, wenn ich ein größeres Haus habe. Okay, und jetzt stehe ich hier direkt vom Ventilator, merke, der bläst, das Gerät läuft. Hören tue ich gar nichts, das ist ja super. Richtig, in der Technik hier hat sich viel getan. Hier haben wir natürlich nicht nur die Effizienz im Blick gehabt, sondern auch das Thema Schall. Wir sind hier bei einem Schallpegel nach ERP gemessen von 49 Dezibel. Also kann ich super auch im reinen Wohngebiet einsetzen, ohne dass ich irgendjemand stören sollte. Wunderbar, dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns jetzt mal noch die Inneneinheit an. Genau. So, jetzt stehen wir hier vor der Inneneinheit. Das ist ja auch super offen, dass man jetzt für euch Zuschauer sieht, was denn da drinnen an der Technik ist. Ja, Heiko, leg los. Das ist ein Kombispeicher, den wir hier als Inneneinheit haben. Das ist ein 100 Liter Pufferspeicher. 300 Liter Warmwasserspeicher, vorne dann die Hydraulik. Ich habe die Umweltpumpen verbaut, ich habe die Rohrleitung, ich habe die Anschlüsse nach oben. Ich muss nur noch meinen Heizkreis anschließen. Pumpen sind verbaut, die Rohrheizung ist verbaut, Kondensatwanne, wenn ich kühlen möchte, verbaut. Das Ganze ist hier bei unserem neuen Regler verdrahtet, vorgefertigt, dass ich wirklich nur noch einen Anschluss habe. Mir spart sich ungefähr die halbe Montagezeit, wenn ich die Einzelkomponenten nehmen würde. Sehr gut. Ist auch wichtig, wenn man sagt, was für Ziele wir haben bei der Installation von Wärmepumpen. Da geht es einfach darum, dass wir unsere Handwerker so gut wie möglich unterstützen. Dann habt ihr eine schöne Lösung, würde ich sagen. Jetzt gehen wir zum nächsten Gerät. Gerne. So, jetzt sind wir im Alphabet nach vorne gerückt. Vorher war es das System E, jetzt stehen wir beim System C. Das Gerät ist aber größer. Was kannst du mir dazu sagen? Wir sind hier im größeren Leistungsbereich, unsere LA33 TBR. 20 kW bei minus 7 sind hier wegen im größeren Wohnungsbereich, also Mehrfamilienhausbereich oder teilweise auch im Industriebereich, wo ich diese Maschine einsetzen kann. Sie hat noch eine große Schwester, LA60 PTOR, hat von der Größe hier, haben wir sie nicht aufgestellt, 42 kW bei minus 7. Auch hier wieder Propan, natürliches Kältemittel, um hier einfach die Möglichkeit zu schaffen, örtliche Gegebenheiten das Ganze anzupassen. Klasse, das heißt im Endeffekt auch mit dem Gerät, ihr erfüllt das GEG. Man kann auf euch bauen, wenn man sagt, man will die Energiewende vorantreiben, will eine Wärmepumpe, ein effizientes Gerät im größeren Bereich, Doppelhaushälfte oder was heißt Doppelhaushälfte, muss dann sagen, ja zwei Doppelhaushälften, ja. Mehrfamilienhäuser, Industrie. So, jetzt sind wir hier im Alphabet wieder weiter hinten, System S. Und mir wurde jetzt auch gesagt, wofür die Bezeichnung steht, System S, die Split-Variante. Man bietet hier Systemlösungen an. Heiko, leg los. Danke dir. System S, das sind drei Auseinheiten, die wir haben. Das ist die mittlere Größe an Leistung, die wir haben. Es gibt eine kleinere. Vom Gehäuse ist er noch ein bisschen kleiner. 6
kW bei minus 7, es gibt eine 11 kW und eine 13 kW bei minus 7 Variante. R32 als Kältemittel, auch da erstmal auf die nächste Zukunft abgesichert vom Kältemittel. Es gibt 3 fertige Inneneinheiten. Hier hat man die Hydrobox, System S-Flex heißt die dann auch bei uns. Ist eine fertige Box, Wärmetauscher innen für den Splitanschluss, für die Kältemittelleitung, eine Rohrheizung. Die Verdrahtung ist schon mal fertig für die Hydrobox. Ich kann dann meinen Pufferspeicher, ich kann meinen Warmwasserspeicher separat auswählen. Zum Beispiel, wenn ich eine Solarthermieanlage habe und möchte 500 Liter Warmwasserspeicher mit Solarmantel, kann ich das hier super kombinieren, einfach anschließen. Es gibt noch 2 Varianten. Die Inneneinheit, wo wir vorhin bei System E gesehen haben, gibt es hier genauso auch für die Variante als Komfortlösung. 100 Liter Puffer, 300 Liter Warmwasser. Und es gibt die Kompaktlösung, Neubaulösung nenne ich es gerne, 200 Liter Warmwasserspeicher. Ich kann den Pufferspeicher nebenhängen, Überströmventil und schließe das Ganze einfach und schnell an. Ja, klasse. Das heißt auch wir hier wieder kein Problem letztlich mit der Integration. Man sieht, kompakte Geräte. Mit euch kann man in die Zukunft gehen. Von dem her kann ich euch nur anbieten, kommt vorbei, stellt eure Fragen. Die Profis sind hier da in Halle 4. Und Heiko, dir und euch wünsche ich noch eine erfolgreiche Messe. Vielen Dank. So, wir sind hier in Halle 3A bei ATEC. Und stehen hier vor den schweren Geschützen, sage ich jetzt mal, starten direkt mit einer Neuheit. Guido, ihr habt die E-Heat, meine ich, brandneu auf den Markt gebracht, einen Monat, wenn ich mich richtig erinnere an unser Gespräch gerade. Erzähl mir doch mal ein bisschen was über die Wärmepumpe. Das ist richtig, seit guten Monat haben wir die E-Heat jetzt auf dem Markt, auf der Messe in Essen vorgestellt. Die E-Heat ist im Prinzip die Antwort für große Gebäude, wo ein hoher Wärmebedarf ist, haben wir in 3 Leistungsgrößen von 40, 80 und 160 kW und bieten dadurch natürlich gute Möglichkeiten, eben die Energiewende, wie es ja politisch gewollt ist, umzusetzen. Ja. Wir haben jetzt auch ein Projekt, wo wir kaskadieren, entsprechend 4 Geräte, 160 kW, also richtig große Wohnüberbauungen, die es eben einfach auch vorhanden sind entsprechend. Okay, und das heißt, hier habt ihr gerade R32 als Kältemittel, gell? Und ja, beziehungsweise in der Klasse. In der Klasse, genau. Ja, genau, in der Klasse. Aber ihr seid damit ja auch mit der F-Gase-Verordnung vollkommen konform. Und wenn ich das richtig verstanden habe, auch da in der Entwicklung an R290. Genau, die erste Anlage läuft auch bereits schon und die Entwicklung wird jetzt entsprechend in den nächsten Monaten vorangetrieben, sodass wir bis zur ISH entsprechend dort auch 3 Varianten in R290 anbieten können. Dann freuen wir uns da besonders auf der ISH, das Ganze auch nochmal vorstellen zu dürfen. Und ich würde sagen, gehen wir zur nächsten Station. Genau. So, das E zieht sich bei euch durch. Jetzt sind wir hier bei der E-Fresh, einer Frischwasserstation. Das ist richtig. Das ist auch ein neues Produkt, was wir seit einem guten halben Jahr haben. Mhm. Das ist im Prinzip auch die Antwort für Einsatz von Wärmepumpen. Wir haben hier den Vorteil, dass wir entsprechend einen 300 Liter Pufferspeicher haben, wo wir entsprechend die Wärme speichern von der Wärmepumpe, die entsprechend am Tag produziert wird, wenn man es so betrachtet. Der große Vorteil ist, dass wir hier eine Frischwasserstation haben. Mhm. Also die Trinkhygiene ist optimal gewährleistet. Und das technisch Hervorragende ist, dass wir hier den Vorteil haben, dass wir mit 52, 53 Grad auskommen. Also wir brauchen nicht 60, 65 Grad entsprechend erreichen, um, ich sag mal, hygienisches Trinkwasser zu produzieren, sondern wir können hier deutlich niedrige Temperaturen haben, was natürlich auch in der Effizienz der Wärmepumpe einen großen Vorteil darstellt. Ja, das ist super. Das heißt, wir können mit niedrigeren Systemtemperaturen arbeiten, sind d'accord mit der Trinkwassertemperatur. Genau. Alles bestens isoliert, sehe ich hier. Genau, das ist jetzt ganz neu. Das haben wir im Prinzip auf der Messe in Essen, haben wir gesagt, Mensch, wir wollen da auch was tun. Ja. Ist natürlich für den Installateur hervorragend. Er kann relativ Plug and Play das entsprechend auch isolieren. Er muss da nicht jetzt einzelne Teile abisolieren, verkleben, sondern einfach Plug and Play. Ja, klasse. Guido, dann sage ich Dankeschön. Gerne. Wir gehen jetzt noch zu einem anderen Bereich von euch und ich bin gespannt, was uns da erwartet. Genau, aber das wird ein Kollege dann genau erklären und da gibt es dann auch ein kleines Highlight mit dem Rumfahren. Bewegung, sagen wir, ist das Wichtigste in der Branche. So, hallo. Hier werde ich luxusmäßig, muss man ja wirklich sagen, vom einen Geschäftsführer zum nächsten chauffiert. Ich halte mich gut fest. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Super mobil. Wir sind bei ATEC. Ahmed,
Wir haben hier eine mobile Wärmepumpe. Was für eine coole Sache. Erzähl mir doch mal was davon. Ja, herzlich willkommen an unserem Stand. Ja, das ist unsere mobile Lösung als Alternative zu den herkömmlichen ölbasierten Geräten, die wir haben, für die mobile Baubeheizung. Und hier habt ihr jetzt das fahrbare quasi Gerät MobiCop 12 in der 12,5 kW-Variante und rechts von uns haben wir in der 50 kW-Variante das Gerät. Genau, wir haben hier Top-Argumente, die für unsere Geräte sprechen. Wir sind seit letztem Jahr mit der Lösung als Erster in den deutschen Markt gekommen. Ja, klasse. Gehen wir gerade mal rüber zum größeren Gerät. Ja. Da müsst ihr mich jetzt nicht rumfahren, sage ich mal. Das ist, glaube ich, ein bisschen anstrengender ohne Auto. Ja, ganz genau. Da kannst du am besten dein Auto davor hängen und den Anhänger dann ziehen. Genau, da haben wir die Variante von 5 bis 50 kW quasi kaskadiert. Ja. Da sind wir in einer Plug-and-Play-Lösung. Wir haben das tatsächlich Stecker fertig. Vor- und Rücklauf muss angeschlossen werden. Mhm. Wir haben die Schläuche schon fertig dabei. Wir fahren im Primärkreis hier mit Glykol. Das heißt, der Primärkreis ist komplett für sich erstmal autark und geschlossen. Mhm. Und sekundärseitig dann mit Wasser. Genau. Was bei der Lösung oder bei beiden Lösungen für uns spricht als Alternative, ist vielleicht hinter euch nochmal an der Wand erkenntlich, wenn wir den Energiesparrechner im Vergleich zur herkömmlichen berücksichtigen. Dann sind wir in den Betriebskosten neben dem Umweltaspekt um Faktor 3 bis 4 günstiger als die herkömmlichen Lösungen. Und das ist, offen gesagt, unsere innovative Lösung und als Antwort für den Markt. Und wir sind davon überzeugt, dass wir zukünftig auch die anderen Geräte vom Markt dann verdrängen werden. Ich würde schon sagen, das ist ja der Wahnsinn eigentlich. Das ist ja eine super Energieeinsparung. Und es geht ja bei den Wärmepumpen insbesondere auch um die Einsparung der laufenden Betriebskosten. Und absolut. Da habt ihr hier wirklich ein super Produkt auf dem Markt. Einmal in kleiner Version, sage ich jetzt mal. Einmal hier wirklich nochmal ein ordentlicher Brummer, wo man viel mit bedienen kann. Absolut. Von dem her, ich wünsche euch mit dem Produkt weiterhin viel Erfolg. Viel Erfolg auf der Messe noch und danke, dass wir da sein durften. Ja, vielen Dank auch für das Interview. So, wir sind jetzt in Halle 4 bei Stiebel Eltron. Neben mir steht der Sven Schumacher. Und ungewöhnlich, sage ich jetzt mal, für mich, ich stehe jetzt bei euch mit einem frisch gebrühten Tee. Mir ist ja der Tee am Morgen heilig tatsächlich. Ohne komme ich gar nicht aufs Bett. Und ihr habt ja eine coole Lösung, die ist nicht nur zum Tee machen da, sondern ja, im Endeffekt 100 Jahre Stiebel Eltron, neues Produkt, Heißwassererzeugung. Was genau kann ich mir darunter vorstellen, Sven? Ja, Arian, erstmal herzlichen Dank, dass ihr heute bei uns auf dem Stand seid. Ein ganz besonderes Jahr für uns als Stiebel Eltron. 100 Jahre Firmenjubiläum feiern wir. Und da ist natürlich die Warmwasser-Historie bei uns eine ganz, ganz wichtige. Denn es fing alles irgendwo mal vor 100 Jahren in Berlin an mit einem Tauchsieder. Und wir stehen heute vor unserem Heißwassergerät. Mhm. Ja, womit wir einfach auch da wieder back to the rules, könnte man fast sagen, hohen Warmwasser, Wohnkomfort, wie man es bei Stiebel Eltron gewohnt ist, in die Küche holen. Du stehst hier vor unserem Heißwassergerät, Arian, ja, mit einem 3-System-Armatur. Das heißt, wir können ganz normal warm und kaltes Wasser, wie man es aus der normalen Küche kennt, zapfen. Mhm. Aber auch, ich weiß, du bist Teeliebhaber. Wenn man nach einem stressigen Tag nach Hause kommt oder morgens aufsteht, dann kann man sich auch natürlich hier mit Kindersicherung entsprechend sofort dampft er auch richtig. 35-gradiges Wasser rausholen. Oder ihr wollt später mal im Büro ein Weißwurstfrühstück machen. All das wäre jetzt möglich mit unserem Heißwassergerät. Ja, klasse. Und wie viel Liter fasst das? Also kann ich da, sag ich mal, direkt eine Teekanne voll machen? Das ist für mich tatsächlich wichtig. Ja, das kriegst du hin. Also wir sind hier bei 2,5 Liter, Arian. Und ich glaube, ganz wichtig, vielleicht auch für euch im Büro, ist nachrüstbar. Offenes System, das ist das Schlagwort. Nachrüstbar im Paket, ja, das gibt es bei Stiebel Eltron, denn wir wissen, wie warm Wasser geht. Ja, super. Klasse Statement. Und ich sag mal noch zusätzlich, man hat nicht mehr diesen Wasserkocher, der da irgendwo verkalkt rumsteht. Mehr Platz, mehr Wohnkomfort. Mein Tee lasse ich nicht aus der Hand, der ist mir jetzt heilig. Sei dir gegönnt. Wir sind jetzt aber vor einer anderen Wand angekommen und hier steht ganz groß, was ich ja klasse finde, 7 Jahre Garantie. Das findet man ja gar nicht mehr so oft. Ich gehe davon aus, das kommt alles mit eurem 100-jährigen Jubiläum auch. Klär mich doch mal auf. Total gerne, Arian. Also natürlich ja, hängt das auch alles mit den 100 Jahren zusammen. Aber es ist auch ein ganz klares Statement an den Heizungsmarkt, ans Fachhandwerk. Wir sind die Wärmepumpe und noch viel mehr. Wir sind immer ein bisschen anders wie vielleicht die anderen da draußen. Und wir bauen seit 50 Jahren Wärmepumpen. Wir stehen hinter unseren Produkten. Wir wissen und wir kennen unsere enorm hohe Produktqualität. Und deswegen mit einer ganz breiten Brust und voller Überzeugung aus Holzminden
die 7 Jahre Garantie auf unsere Systemkomponenten. Jetzt stehen wir hier vor eurem schicken Monoblock-System für den Bestand, für den Neubau. Oder bin ich da richtig, Sven? Da bist du so richtig, richtig, kann man nur sagen. Und ja, das ist unser WP Easy-Paket für die Sanierung, unser Monoblock WPL 1013 der Baureihe. Und immer da, wo es um eine sinnvolle energetische Sanierung mit der Wärmepumpe geht, ist das, glaube ich, für einen Fachhandwerker das Rundum-Sorglos-Paket. Zeichnet sich besonders aus, natürlich einmal durch das ganze Know-how, was wir die letzten Jahre da reingesteckt haben. Also unfassbar leise im Betrieb, aber auch für das Fachhandwerk einfach zu handeln. Also Monoblock bedeutet ja, Sie brauchen keine weitere Schnittstelle, sei es Kältetechniker oder Kältekompetenz im Haus. Unsere Geräte können Sie wassergeführt anschließen mit dem eigenen Werkzeug und dann in der Gebäudehülle, man sieht es hinter dir, Arian, das ist dann letztendlich die Heizungszentrale im Gebäude, der HSBC, wo oben ein Warmwasserspeicher integriert ist und unten der Pufferspeicher inklusive der fertig verdrahten Regelung. Und so kann natürlich der Fachhandwerker deutlich Fahrt aufnehmen bei der Energiewende im Heizungsraum. So soll es sein. Wir wollen das Thema vorantreiben. Ihr unterstützt. Von dem her wünsche ich euch noch eine schöne Messe, viel Erfolg und für alle nochmal, kommt vorbei auf Stand 4. Ja, kommt alle vorbei, die einen guten Wärmepumpenpartner benötigen, der die erforderliche Erfahrung auch hat, gerade in der Sanierung. Wir sprechen von 500.000 Wärmepumpen, die wir im Markt haben. Das heißt, wir wissen, wie Sanierung geht und wir wissen auch, wie einfach eine Sanierung mit der Wärmepumpe sein kann. Das ist eine stolze Nummer. Danke euch für den Besuch. Wir sind in Halle 4, direkt bei Hoval und hinter uns sieht man die Hybridanlage mit Hybrid 3.0 Verteiler. Claudio, habe ich das richtig ausgesprochen? Richtig, genau. Das ist unser Hybrid 3.0 Verteiler mit einer speziellen Hydraulik, um einfach die beste Effizienz eines Hybridsystems zu erhalten. Ja, klasse. Das heißt, wir haben hier einen Gaskessel, wir haben eine Wärmepumpe mit dabei. Und du hast mir vorher noch was ganz Witziges erzählt über die Verrohrung da oben. Ja, also die Verrohrung, eine coole Sache. Wir haben uns überlegt, wie stellen wir das am besten dar? Und da haben wir uns gedacht, das ist doch eine super, super Geschichte für Lehrlinge. Und da haben wir uns entschlossen, dieses Gestell hier oben, die Verrohrung von einem unserer besten Partner, der Firma Lambrecht, machen zu lassen. Und das haben dann die Lehrlinge der Firma Lambrecht in Eigenregie gemacht. Und ich muss sagen, sieht echt super toll aus. Dann lass mich mal schauen, ob das auch Hand und Fuß hat. Aber da wackelt nichts, außer die Wand dahinter. Richtig, das kriegst du nicht. Das kriegst du nicht kaputt. Okay, perfekt. Claudio, jetzt sehen wir ja hier ein hydraulisches Schaltbild. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es eure neue Software, cloudbasiert, auch brandneu seit diesem Jahr auf dem Markt, oder? Richtig, genau. Seit diesem Jahr auf dem Markt. Cloudbasiert, das heißt, man braucht keine lokale Installation. Super einfach, super easy, absolut. Konnektiv mit unserer Toptronic-E-Regelung, das heißt eigentlich nur noch Plug-and-Play, was die ganze Sache total extrem vereinfacht. Und wir haben hier jetzt dieses Hybrid-System, das wir vorne ausgestellt haben, hier nochmal virtuell nachgebildet, sodass wir, vorhin haben wir ja gesagt, okay, wir haben ein total effizientes System und hier treten wir den Beweis an. Das heißt, hier kann man in verschiedene Funktionen die Anlage optimieren, weil Anlagen grundsätzlich im Laufe der Zeit immer optimiert werden müssen. Ja. Und das kann man mit so einem Programm absolut easy machen. Toll, also ihr habt die Anlageneffizienz voll auf dem Schirm. Jetzt bin ich auch immer so ein Drücker. Drücken wir mal einfach hier so rum. Statistik. Ja, mal auf Charts zum Beispiel, genau. Okay, wunderbar. Wie klicke ich das? Ah ja, klicke ich glaube ich nochmal hier. Dann habe ich hier sogar den Vollbildmodus quasi. Richtig, könnte genau. Ich bei Oval auch direkt anfangen, gell? Genau, richtig, eingestellt. Ja, und hier kannst du die Effizienz einfach von bestimmten Anlagen schauen. Okay, läuft die Anlage turboeffizient, läuft sie echt nicht so gut? Ja. Und das kann man hier mit dem Monitoring einfach schauen und dementsprechend nachjustieren, sodass man für die Anlage schlussendlich ein Top-Ergebnis hat. Okay, schöne Sache. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal noch zu einer größeren Anlage von mir. So machen wir das. 1, 2, 3, 4. Wir haben ja schon gesagt, ein größeres Gerät jetzt. Das ist eure Propanwärmepumpe R290 bis 50 kW. Stimmt das? Ja, richtig. Das ist die Bellaria Pro Dual 50. 50 kW Luft-Wasser-Wärmepumpe mit dem natürlichen Kältemittel Propan. Warum ist die so groß? Wurden wir jetzt schon wirklich 100 Mal gefragt.
Ganz einfach. Warum? Einfach, wenn man eine große Anlage hat, das macht das Ganze leise und effizient. Und das ist eigentlich wirklich das A und O bei dieser Maschine. Die ist verdammt leise, nahe im Betrieb. Und sie ist verdammt effizient. Man hat hier große Wärmetauscheroberflächen. Man hat diese ganze lärmimitierenden Geräte wie der Kompressor und sowas mehrfach gekapselt, einfach, dass es die Geräte wirklich effizient sind und leise. Das ist das A und O heutzutage. Und man sieht auch hier die Verkleidung super wertig. Wir haben hier extra auf eine Deutsche Bahn Farbton gesetzt und auf eine Farbe von der Deutschen Bahn, weil die sind absolut witterungsbeständig. Also das Gerät sieht auch noch nach 10, 15 Jahren aus wie neu. Okay. Kann man sich ja fast schon von der Optik her ins Wohnzimmer stellen, sag ich mal. Ha? Fast. Da haben wir den kleinen Bruder. Der eignet sich auch, muss ich sagen, super als Tresen. Okay, wunderbar. Das heißt auch hier, ich meine allein schon das Thema Lärm, wenn man da sich viel Gedanken drüber macht, habe ich ja Aufstellmöglichkeiten wieder geöffnet, weil auch das ist ja immer ein Thema in Ballungszentren. Klasse, dass ihr das neben der Energieeffizienz so stark in den Vordergrund stellt. Ich wünsche euch noch eine erfolgreiche Messe. Wer vorbeikommen will, ich kann es nur empfehlen, kommt zur Hoval, kommt zur Halle 4. Vielen Dank. So, herzlich willkommen aus Halle 3a. Wir sind hier bei Bosch und wir waren jetzt schon bei vielen anderen Herstellern und Ausstellern. Und da hatten wir die Wärmepumpe als Start. Jetzt haben wir gesagt, bei Bosch starten wir anders. Hier haben wir ganz viele Klimageräte darf man eigentlich gar nicht sagen, Luft-Luft-Wärmepumpen. Neben mir steht der Jonathan. Erzähl doch mal was darüber. Ja, herzlich willkommen. Ja, wie du richtig gesagt hast, wir sind ja immer noch bei den Wärmepumpen, zwar bei den Luft-Luft-Wärmepumpen. Das Besondere an den Geräten, warum die eigentlich gerade in Deutschland schon ein bisschen ein Boom erfahren ist, dass man sie eigentlich seither immer so als Klimageräte mit Kühlen in Verbindung gebracht hat. Ne? Und jetzt sind natürlich mit dem Anwendungsfall und auch durch die Ukraine-Krise damals mit dem Gasknappheit immer mehr Einsatzbereiche mit dem Luft-Luft als Zuheizung in Berührung gekommen. Ja? Und deswegen, wir sagen es immer so ganz charmant, ist eine 4-in-1-Lösung. Wir haben Kühlen, Heizen, Entfeuchten und sogar Luftreinigungsfunktion, gerade bei unserer Oberlinie mit dabei. Das heißt also, Allergiker aufgepasst, auch hier können wir ein bisschen Abhilfe schaffen, ja, und haben dadurch eigentlich einen kompletten Allrounder in unserem Portfolio, den wir dann natürlich stetig ausbauen werden. Für mich an sich eigentlich ein super System. Ich habe nämlich voll den Heuschnupfen entwickelt in den letzten Jahren. Aber es geht ja jetzt nicht um Heuschnupfen, es geht um eure Lösungen. Ja. Wie sieht es aus mit, sage ich mal, energieeffizienten Lösungen, PV-Überschussladen und Co.? Super Thema. Da sind wir nämlich auch gerade bei dem großen PV-Überschussthema und gerade im Sommer, wo gehe ich mit meiner Energie hin? Die Einspeisung ist immer so eine Thematik und viele wollen natürlich auch im Sommer den Komfort haben. Ne? Viele sind ins Homeoffice umgezogen und wollen einfach auch in den behaglich schlafen. Ne? Ich meine, keiner schläft gern bei Hitze und da können wir entsprechend so einen Überschuss auch perfekt mit unseren Geräten kompensieren und dadurch auch eine gute Gewährleistung mit der Laufzeiten sicherstellen, wo man eigentlich autark so ein bisschen die Geräte auch betreiben kann. So, man sieht, der Jonathan ist in kurzer Zeit gewachsen, hat seinen Namen geändert. Wir haben jetzt hier einen Martin. Jetzt musste ich tatsächlich aufs Namensschild gerade schauen. Dachte Michael, nee, Martin war der richtige Name, gell? Hinter uns wird's grüner. R290 ist das Stichwort. Wir haben hier ein schönes Gerät. Martin, schieß los. Ja, wir haben hier unsere Wärmepumpe, unsere Compress 5 oder 6800. Einmal für den Neubau oder Bestandsbau. Wärmepumpe, Propan, R290 als Kältemittel bis zu 75 Grad Vorlauf. Was ist das Besondere dabei? Wir als Full Service von Bosch haben verschiedene neue Servicedienstleistungen, die wir mit anbieten können. Zum einen unseren Check-It, das heißt, die Wärmepumpe kann für 48 Tage in der Heizperiode zum Kundendienst geschaltet werden. Die Anlage wird komplett analysiert und der Fachhandwerker bekommt dann einen Bericht, wie er die beste Effizienz einstellen kann. Und was wir neu haben seit diesem Jahr ist, wir haben unseren Fundamentservice. Sprich, man kann über Bosch beauftragen, dass der Aushub passiert, das Drainagesystem und dann ein Fertigfundament gesetzt wird, sodass die Wärmepumpe einfach installiert werden kann. Perfekt, man merkt, ihr macht euch also wirklich Gedanken. Effizienz, ja, das A und O, eine Wärmepumpe kann noch so gut sein, aber wenn sie falsch eingestellt ist oder kalibriert, ja, dann muss man da einfach nachjustieren. Deswegen finde ich es klasse, dass ihr den Service anbietet. Ich würde sagen, gehen wir weiter zur nächsten Station und schauen uns an, was ihr uns da noch zeigen könnt. Genau, Service gehört dazu, aber Vernetzung, Paragraph 14a, Energiemanagement, gucken wir mal drüben an der anderen Wand. Beim Energiemanagementsystem jetzt hier angekommen, ein schickes Gerät sehe ich hier. Wenn ich so drüber fasse, das fühlt sich auch ein bisschen anders an. Foliert hast du vorhin noch zu mir gesagt, gäbe es die für mich, wie man sieht, auch in einem schönen Blau. Ja, die Wärmepumpe von Bosch kann jetzt über den Endkunden selbst beauftragt werden, dass er auch in jeder erdenklichen Farbe selbst foliert werden kann, dass man das Ganze einfach der Optik von seinem Gebäude anpassen kann. Aber klasse. Schön sieht man hier im Hintergrund das Energiemanagementsystem. Das heißt, wir haben natürlich die Möglichkeit,
das Gesamtgebäude zu elektrifizieren. Man merkt immer, der Bosch ist groß, jeder hat irgendwas von Bosch zu Hause. Und so kann ich die ganzen verschiedenen einzelnen Komponenten mit in das System reinnehmen. Das heißt, der PV-Strom, der auf dem Dach produziert wird, kann ich intelligent im Gebäude verteilen. Das heißt, über die Wärmepumpe auf der anderen Seite, in unsere Wallbox, in unser Gebäude, über unser Smart-Home-System und unsere Gebäudehülle als Speicherfläche für unseren PV-Strom mit nutzen. Klasse. Und Modulation, das Ganze? Guter Hinweis, ja. Wie man hier auch schön in den Grafiken sehen kann, passt sich die Wärmepumpe immer modulierend dem vorhandenen PV-Strom an. Das heißt, auch der Grundenergiebedarf von unserem Gebäude wird so gut wie möglich autark abgedeckt. Perfekt. Ich würde sagen, man hat gar nicht gemerkt, dass wir uns das gerade noch so gut einstudiert haben. Ich finde es ein super System. Jetzt würde ich noch sagen, machen wir einen kurzen Sprung gleich auf die Rückseite, schauen uns an, was du da hast. Das Gerät werden einige kennen von ihren E-Bikes. Ich selber habe auch einen Bosch Powerpack bei mir drin, aber ich glaube, bei mir steht noch die 500 drin. Vielleicht sollte ich das Ganze austauschen. Du, erzähl doch mal. Ja, kann man upgraden. Was macht jetzt hier das Powerpack mit der Wärmepumpe? Ganz klar, wir haben Steckdosen, die zu unserem Energiemanagement auf Basis von unserem Smart Home kompatibel sind, dass ich natürlich auch mein E-Bike hier autark über PV-Strom laden kann. Und nicht nur das E-Bike muss ich laden, sondern auch mein E-Auto. Dafür haben wir beim Bosch zwei verschiedene Wallboxen. Einmal eine klassische 11 kW Wallbox und natürlich auch eine Solarvariante mit vollem Phasenwechsel. Aber beide verschiedenen Wallboxen, sei es die Standard 11 kW wie auch die solaroptimierte, sind zum Energiemanagement kompatibel, dass ich hier das Maximum rausholen kann. Perfekt. Energieeffiziente Lösung, idealerweise kombiniert mit einer PV-Anlage als Beispiel. Maximale Autarkie. Hört sich super an. Ich wünsche euch noch eine erfolgreiche Messe und kann nur allen sagen, kommt vorbei, schaut euch an. Vielen Dank. Jetzt habe ich es ganz einfach. Ich kann hier am Schild spickeln. Halle 6, Stand 201. Neben mir steht der Bernd von Vitramo. Wir haben jetzt schon viel immer gestartet mit einer Wärmepumpe im Hintergrund. Und bei euch steht ja die Infrarotheizung im Vordergrund. Bernd, erzähl mir doch mal, was ist so deine Erwartung an die Messe? Warum seid ihr auf einer Sanitärmesse? Legt mal los. Ja, vielen Dank, Arian. Vielen Dank, Thomas. Freue mich, dass ihr da seid und bei unserem Stand seid. Ja, wir merken, dass das Thema Infrarotheizung so leicht am Brodeln ist und wollen jetzt einfach mal testen, wie steht der Sanitärfachmann zu dem Thema elektrische Direktheizung und wollen natürlich unser Unternehmen, aber auch das Thema Infrarotheizung bekannter machen. Merken auch, dass das Verständnis wächst, dass man uns ganz anders zuhört und dass ein großes Interesse an der Infrarotheizung vorhanden ist. Es ist ja jetzt so, dass im neuen GEG die Infrarotheizung und jede elektrische Direktheizung in einem Gebäudestandard nach Effizienzhaus 40 eben eine Erfüllungsoption ist. Mhm. Das heißt, wir sind erlaubt und auch politisch gewollt. Und wir profitieren halt von einer sehr geringen Investition in unser Heizsystem, nämlich konkret beim 150 Quadratmeter Neubau im Effizienzhaus Standard 40 liegen wir zwischen 8.000 und 12.000 Euro fest installiert. Mhm. Die Wärmepumpe muss man, glaube ich, schon 40.000 ganz grob rechnen mit wassergeförderter Fußbodenheizung. Dann haben wir ganz grob 30.000 Euro Differenz. Mhm. Die investieren wir in eine Anlage zur Erzeugung von warmem Wasser. Das ist entweder die Brauchwasserwärmepumpe oder auch der elektrische Durchlauferhitzer, ja, nach unserer Empfehlung. Das kostet vielleicht 3.000, sage mal 12 für die Infrarotheizung, 3 für die 15.000, oder? Für die Brauchwasserwärmepumpe sind wir 15.000, dankeschön. Haben wir 25 übrig, die kann man in eine Photovoltaik oder sollte man oder muss man in eine Photovoltaikanlage investieren. Habe ich auch 40.000 investiert, habe aber übers Jahr gesehen meinen Strom schon erzeugt, weil der unserer Meinung nach dann in der Grundinvestition enthalten ist. Mhm. Und ich darf dann jede Kilowattstunde monetär bewerten. Also den Überschuss im Sommer mit der Einspeisevergütung, die ist sehr gering bei 8 Cent, aber es summiert sich. Ja. Und eben auch den Eigenverbrauch zum Haushaltsstrom. Und wenn man dieses Geld dann gedanklich nimmt, kann man damit sehr gut im Winter seine Heizkosten decken. Und wir haben halt, wenn ich nur eine Wärmepumpe installiere, habe ich eben keinen Strom erzeugt. Es kommt noch hinzu, dass wir eben nicht das Drei- oder Vierfache verbrauchen, sondern die Strahlungsheizung hat schon gewisse Vorteile in einem Raum. Also wir erwärmen ja die Gebäudehülle sehr effizient. Ja. Das heißt, alle den Menschen umgebenden Oberflächen sind homogen warm. Mhm. Und ich kann dadurch die Raumlufttemperatur etwas niedriger einstellen. Auch hat die Infrarotheizung keine
Wärmeverteilverluste. Die Kilowattstunde, die im Haus ankommt, wird auch 1:1 in Wärme umgesetzt, sodass wir aus Erfahrungswerten wissen, dass wir in einem Effizienzhaus 40 maximales Doppelte an Verbrauch haben. Das je besser die Gebäudehülle, umso weniger wird sogar die Differenz gegenüber einer wassergeführten Fußbodenheizung. Das heißt im Endeffekt, ich selber habe Kinder und sage dann immer im Winter Türen zumachen, dass die Wärme drin bleibt, ist bei der Infrarotheizung gar nicht so schlimm. Wenn man die Türen offen lässt, ja? Doch, die Tür muss ich immer zumachen. Natürlich, aber wenn man die Konvektionsverluste, sage ich mal, durch Luft, die zirkuliert, nicht so stark hat wie jetzt bei einer Konvektionsheizung. Ja, ja, genau. Also Fakt ist, wir arbeiten mit niedrigeren Raumlufttemperaturen und wenn deine Kinder tatsächlich mal die Tür offen lassen und frische Luft kommt rein und man schließt die Tür wieder, ja, dann erwärmt sich natürlich das kalte Luftmolekül sehr schnell an den vorher erwärmten Oberflächen im Raum. Wir haben ja eine riesen Masse in einem Raum. Also das ist schon auch ein Vorteil der Strahlungsheizung oder bei einer, man sollte ja mit einer kontrollierten B- und Entlüftung kombinieren, da ist natürlich auch die Raumluft, die rausgelüftet wird, niedriger temperiert. Also wir haben viele Argumente für die Infrarotheizung. Ein weiterer kommt jetzt, das ist ja, wisst ihr von der ENBW, dass es ja die dynamischen Stromtarife schon gibt und bald auch zur Pflicht wird zum Ausweisen. Das heißt, wir sind der Meinung, mit einem guten Energiemanagementsystem kann man dann auch mal in den Nachtstunden, wenn vielleicht der Strom nur 15, 17, 18 Cent kostet, auch mal den Raum 1-2 Grad hochheizen. Ja. Und es lässt sich dann über den Tag wieder ausgleichen. Wie so eine Art Speicher. Dann nutzen wir quasi die Gebäudehülle als Speicher. Genau, oder man nimmt diesen günstigen Strom und steckt ihn in einen Energiespeicher und heizt dann über Infrarot. Also wir sehen da großes Potenzial, insbesondere im Neubau, für unser Thema. Und versuchen das weiter bekannt zu machen. Okay, jetzt habe ich auch schon oft gehört, die Infrarotheizung wartungsarm oder wartungsfrei, lange Lebensdauer, Garantie. Wie sieht es da bei euch aus? Ja, also wir geben auf unsere Heizungen 5 Jahre Garantie, haben aber, also Vitramo gibt es jetzt 15 Jahre und wir machen gerade eine Videoreihe und auf YouTube, wo wir einfach mal Menschen besuchen, die seit mittlerweile 10 Jahren mit Vitramo heizen. Da waren wir in einem Mehrfamilienhaus in Darmstadt, wir haben den Frank Hummel besucht in Nürtingen, der hat vor 10 Jahren sein Bürogebäude beheizt. Der sagt zum Beispiel, er hat in den 10 Jahren keinerlei Wattung, nix. Nicht einmal, also ich glaube, Relais mal kaputt gegangen, da kann aber die Heizung nichts dazu. Es ist einfach ein robustes, langlebiges, sehr einfaches Heizsystem. Und wenn man die rahmenlosen Deckenelemente nimmt und unter die Decke hängt, dann sieht es auch noch gut aus, weil die Menschen nehmen das gar nicht als Heizung wahr. Die größte Kritik, die kommen kann, ist du in deinem Wohnzimmer, die eine Leuchte geht nicht, weil der Mensch, der einen besucht, nicht erkennt, dass es die Heizung ist. Okay. Aber es wird nie als störend empfunden. Also von dem her glaube ich, ja, es macht schon Spaß. Ja, tolles System. Sage ich klasse. Dankeschön auf jeden Fall. Sehr gerne. Euch noch viel Erfolg auf der Messe. Und hier kann ich nochmal ablesen. Halle 6, Stand 201. Kommt vorbei, sprecht mit Bernd und seinem Team. Sehr gerne. Lieben Dank. Seid alle herzlich willkommen. Danke, dass ihr da wart. Boah, anstrengender Tag. Warum? Wir haben saugeile Gespräche geführt, haben euch viele Highlights mitgebracht. Und wenn ihr jetzt immer noch eingeschaltet habt und immer noch schaut, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und wo sind wir denn morgen? Morgen sind wir bei Mitsubishi, wir gehen zu Wolf, wir gehen zu Weiland, zu Fissmann, wir gehen zu Niebe. Von dem her auch morgen nochmal ein super spannender Tag und für euch viel neue Infos. Deswegen, es lohnt sich, dran zu bleiben und auch morgen wieder einzuschalten. Bis morgen, ciao.